Hallöchen, hier ist wieder eure Tesla-Lisa. Und heute kriegt mein Rotkäppchen endlich seine Reparatur am Frunk und ein CCS-Upgrade. Ja, ihr Lieben, wie schon gesagt, Rotkäppchen kriegt heute ihr CCS-Upgrade. Nicht wundern, warum ich wieder die Mütze auf habe. Es ist einfach etwas kalt. Es sind zwar 5 Grad auf dem Thermometer, aber gefühlt wie 0. Deswegen lieber ein bisschen Mütze und außerdem habe ich Bad Hair Day. Das wollte ich euch nicht antun. Nein, Scherz beiseite. Ich parke jetzt mein Rotkäppchen einmal um, räume den Frunk einmal aus, weil dann kommt gleich der Service Ranger von Tesla. Und ich gucke mal, wie weit ich euch mitnehmen kann und wünsche euch viel Spaß heute beim Video. So, wie ihr seht, ist hinter mir auch schon das Servicefahrzeug angekommen. Wir stehen jetzt im Carport, das geht auch einigermaßen, da kann er auch alle Reparaturen machen. Ich hätte es auch rausgefahren, aber in dem Moment, als ich quasi das Video kurz unterbrochen habe, war der Service Ranger auch schon da. Ja, er kümmert sich jetzt als erstes einmal um das CCS-Upgrade und hat mir den Adapter auch schon gegeben. Der wird dann ja einfach meistens im Kofferraum platziert. Und das Ding ist ja, dann liegt der Adapter da im Kofferraum. Man könnte ihn natürlich in die Seitentaschen sozusagen reintun. Aber auch da ist ja nach unten, also der tiefer gelegte Kofferraum sozusagen, der hat zu diesen Fächern einen Durchgang. Das heißt, wenn man den da unten reinlegt, würde der da auch hin und her rutschen, wie auch immer. Und da habe ich mir mal was zusammen mit dem René überlegt. Den kennt ihr jetzt aus meinem letzten Video mit dem Sound-Upgrade, beziehungsweise wo er mir versucht hat zu helfen mit der Sicherung von dem Heater, was ja nicht so ganz geklappt hat, aber da konnte er auch nichts für. Aber wir haben uns was Schönes überlegt, denn damit dieser Adapter nicht immer die ganze Zeit durch den Kofferraum fliegt, haben wir was Schönes für euch und das zeige ich euch jetzt einmal. So, ich habe da mal was vorbereitet. Das ist der Tesla CCS Combo 2 Adapter, den ihr dann von Tesla bekommt, in so einer schönen kleinen Box hier. Und das ist das schöne Stück, wovon ich hier gesprochen habe. Das ist ein Halter für den Adapter. Der ist hier hinten mit einer Klettschicht, beziehungsweise hier auch mit notfalls einer Klebefläche ausgestattet. Also je nachdem, wo ihr den anbringen wollt, das könnt ihr auch vorne im Fahrzeug oder sowas machen. Und diese schönen Adapter verkaufe ich auch, zusammen mit René. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung, wo ihr den Adapter kaufen könnt für spottbillige 20 Euro pro Stück. Und würde ihn jetzt einfach mal im Tesla platzieren. So, während der Ranger hinten an der Rücksitzbank ein bisschen klüngelt, das zeige ich euch gleich auch nochmal, nehme ich jetzt hier meinen Adapter und nehme hier diese erste Klettschicht ab. Das heißt, ihr könnt das auch nochmal aufbewahren für später, falls ihr ihn doch nochmal umplatzieren wollt. Dann habt ihr hier halt eine ganz schöne Klettfläche und den platziere ich jetzt hier einfach mal an der Seite, weil das ist ja hier so wie so eine Art Filz und da hält er auch sehr gut. Oder ihr macht es halt wirklich an der Fläche, wo es ein bisschen gerader ist. Also hier in der Kurve könnte sein, dass das durch das Gewicht des Adapters vielleicht doch nochmal irgendwie einen Abgang macht. So, und dann haben wir hier das schöne Stück. Hier ist mein schöner Adapter. Und den könnt ihr dann einfach hier mit dieser Nase sozusagen, also mit den CCS-Nasen, könnt ihr den dann einfach hier so zack reinstecken. Und schon sitzt der gut. Also ich merke schon, der hat ein bisschen Gewicht. Also ich würde ihn vielleicht tatsächlich eher hier platzieren. Mache ich auch nochmal ganz kurz. Ist auch ganz einfach. Einfach wieder ranstecken. Adapter rein. Und fertig ist es. Die Box bewahre ich einfach mal auf. Das Klettteil lege ich mir einfach jetzt hier in die Seite, damit ich das nicht verliere. Und ja, so sieht's aus. Also, ist jetzt immer noch an der Rücksitzbank zugange. Hier ist das Servicefahrzeug, da ist auch schon der Laptop vorbereitet, weil es muss ja dann tatsächlich auch noch ein Firmware-Update gemacht werden, damit mein Tesla, also damit mein Rotkäppchen demnächst auch weiß, dass sie überhaupt CCS laden kann. Die Ladegeschwindigkeit wird sich nicht stark verändern. Ich werde auch dann in der Spitze höchstens 250 kW haben, richtig? Ja, und
Also ich glaube, in der Spitze hatte ich tatsächlich das höchste Mal 143. Mehr kriege ich gerade nicht raus. Ja. Ja. Im Sommer? Ja, ja, ich glaube, da war es auch so 143. Also ich weiß nicht, ob ich da wirklich mehr rauskriege. Ich meine, die 7 kW. Warum piept der jetzt eigentlich die ganze Zeit? Weil er das Steuergerät noch nicht erkennt, aufgrund des Firmware-Updates. Ah, okay. Oh, das sieht ja spannend aus. Das muss ich euch jetzt mal zeigen, wie es hier aussieht. Das sieht ja wild aus. Nein, nicht wild, aber ich habe noch nie einen Tesla unter der Rücksitzbank gesehen. Das muss ich euch jetzt mal zeigen. So sieht das Ganze aus. Das ist die gedämmte Rücksitzbank. Das ist dann das... Ist das ein neues Steuergerät? Ja. Okay. Genau, also das ist das neue Steuergerät, was jetzt hier so wild vor sich hin blinkt. Das macht hier so ein bisschen Disco. Und ja, das wird jetzt quasi nochmal neu programmiert. Mein Rotkäppchen ist ja auch im WLAN. Dementsprechend wird das Update da jetzt raufgespielt. Das wird wahrscheinlich ein paar Minütchen dauern. Und dann wird das Ganze wieder quasi da eingebaut. Und dann geht das Ganze wieder retour. Und dann sollte Rotkäppchen CCS laden können. Könnt ihr das eigentlich hier quasi simulieren? Was simulieren? Mit dem CCS-Laden? Nee, ne? Nee. Das heißt, ich müsste zum Supercharger fahren und gucken, ob es funktioniert. Das funktioniert, ja. Ja, davon gehe ich aus, aber man weiß ja immer nie. Ja, also das ist bestimmt jetzt schon das, ich weiß nicht, ich würde sagen, bestimmt schon das 150. Mal oder 200. Mal, dass ich es einbaue. Ja. Und es hat immer ohne Probleme funktioniert. Also. Ja, da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Also, wenn Tesla was macht, dann eigentlich auch immer richtig. Richtig, genau. Ja. So, er sitzt jetzt auch vorne drin und versucht jetzt das neue Firmware-Update aufzuspielen. Vielleicht kriege ich ja auch noch mal ein neues Software-Update mit, weil ich hänge irgendwo bei 2020 fest. Ja, könnte ich gleich mal gucken, ob da was Aktuelleres ist. Das wäre schön. Weil irgendwie, also ich weiß, ne, mein Rotkäppchen, wie sie ja so nett heißt, ist schon ein bisschen älter, also Baujahr 2017. Ach, das geht ja. Ja. Die Paarung heutzutage ist eben halt, also mit dem Auto hier 2013, der erste ausgelieferte in Deutschland. Boah, krass. Ja, das ist... Der hängt wahrscheinlich irgendwo noch in 2019. Ich glaube, ich habe vorgestern die V20 installiert. Oh. Ja. Okay, das ist wirklich sehr, sehr hinterher. Also ich glaube, die habe ich zumindest schon mal ein bisschen länger. Aber gut, ja, so ist das halt mit älteren Fahrzeugen. Aber sie laufen ja trotzdem noch. Und das finde ich auch das Coole an Tesla. Egal wie alt das Fahrzeug ist, es fährt. Es kriegt nicht mehr den neuesten Schnickschnack mit. Ich kann auch keinen YouTube und keinen Beach Buggy Racer, wo ich manchmal immer noch hinterher traue, weil manchmal würde ich das gerne in der Pause machen. Aber meistens versorge ich in den Ladepausen ja auch euch mit Content. Von daher, ja, muss ich damit wohl leben. Oder ich muss irgendwann mal ein MCU-Upgrade machen. Da weiß ich aber noch nicht. Weil das kostet 1.500, das MCU-Upgrade, um den Dreh? Ja, also den letzten Stand, den ich hatte, war noch bei 1.5. Ob da nochmal eine Preisgünstigung kommt, kann ich nicht ganz genau sagen. Aber wir haben es ja beim CCS-Upgrade auch erlebt. Ja, ja, meistens sind da ja die Tesla-Clubs, Tesla-Owners-Clubs immer sehr aktiv und plädieren dafür, die älteren Tesla-Fahrer da nicht auszusaugen, sozusagen. Ich habe nämlich jetzt auch vor kurzem gelesen bei Twitter, dass tatsächlich diejenigen, die mit den Scheinwerfern Probleme haben, das ist ja irgendwie ein bauseitiger Fehler anscheinend, der öfter mal auftritt, dass ein LED-Band ausfällt, dass auch da die Reparatur tatsächlich, die Reparaturkosten gesenkt werden. Habe ich gelesen. Ich blende euch den Tweet gleich mal ein. Da stand von den Tesla Owners UK tatsächlich eine Meldung, dass die Reparaturkosten oder überhaupt die wahrscheinlich eher die Materialkosten um 45% gesenkt werden. Mal gucken, wann das bei uns hier dann auch rüberschwappt. Und bin ich mal sehr gespannt, weil das würde schon einiges ausmachen. Der Scheinwerfer kostet so um die 1.200 Euro ungefähr. Und das macht schon ordentlich was aus. Also
Ich hatte selber schon mal den Kostenvoranschlag, weil ich tatsächlich vorne links mal wieder das Problem habe. Und ja, dementsprechend müsste der eigentlich mal ausgetauscht werden. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Also wie ihr seht, der leuchtet jetzt sogar die ganze Zeit nach, obwohl das Fahrzeug aus ist. Also hier scheinbar was aus. Hier leuchtet er nach. Warum auch immer. Und wenn er dann wirklich an ist, sieht man hier, dass das LED-Band hier tatsächlich ein bisschen dunkler ist als der Rest. Und dementsprechend lässt das gerade ein bisschen nach. Und ja, da muss ich nochmal gucken, wie ich da mit Tesla verbleibe, weil ich habe in meinen alten Rechnungen mal geschaut. 2020 im Mai war ich bei einer, auch bei einer Service-Aktion, da habe ich mir den gelben Rand am Display wegmachen lassen und habe in dem Zuge eine kleine Inspektion machen lassen, einfach um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Und dort wurde damals festgestellt, dass der Scheinwerfer auch einen LED-Fehler hatte und wurde auf Garantie damals noch ausgetauscht. Als ich geguckt habe, als mir der Fehler hier aufgefallen ist, war ich schon außerhalb der Garantie, weil ich schon über die 80.000 bin. Ich bin jetzt gerade bei 96.000 im Kilometerstand und dementsprechend würde das nicht mehr auf Garantie laufen, zumindest rein von den Zahlen her. Ja, und auch wenn man, jetzt ist der Scheinwerfer gerade angegangen, zeige ich euch das auch nochmal, den Vergleich. Na, gucken, ob man das überhaupt so richtig sehen kann. Braucht ein bisschen, um das nachzubelichten, aber man sieht, dass der auf jeden Fall noch ein Ticken heller ist als der. Da muss man schon ein bisschen näher rangehen. So, jetzt seht ihr, dass das LED-Band ist da wirklich ein bisschen gelblich und wird erst hinten so richtig hell. Und hier ist es halt durchgängig schön hell. Das heißt, das LED-Band lässt da wirklich nach. Und das ist ein bauseitiger Fehler in dieser Reihe. Das ist auch schon öfter vorgekommen. Und dementsprechend wäre dann Austausch eigentlich ganz cool. So, Meister, wie sieht's aus? Was sagt mein Rotkäppchen? Noch sagt er, er hat das Steuergerät nicht verbaut, aber das werde ich gerade ändern. Okay. Die Fahrzeugkonfiguration zusätzlich geändert werden. Ja. Damit das Software-Update eben halt auch gleich das Steuergerät mit allen Daten eben halt an den Datenbus eben halt im Fahrzeug anlernen kann, ne? Mhm. Okay. Wenn ich dann demnächst laden fahre, müsste ich erst den Adapter an das Kabel anstecken oder erst in die Buchse? Also, in den Ladeport. Aus sicherheitsrelevanter Sicht den Adapter erstmal ins Fahrzeug reinstecken, also ja, in den Typ-2-Anschluss und ja, dann eben halt den V3-Anschluss nehmen und einstecken. Okay. Sozusagen einfach nur als Zwischenstück benutzen. Ich habe das schon oft am Supercharger gesehen, dass wenn man erst das Kabel rausnimmt und dann den Adapter in der Hand hat, dann passt das gerade nicht, dann fällt das irgendwie runter, dann fällt das Kabel runter oder der Adapter. Ja. Dann ist es sicherer, erstmal den Adapter ans Fahrzeug zu stecken und dann tatsächlich den CCS-Anschluss direkt zu benutzen. Okay. Ich habe es auch schon öfter gesehen, dass einige den Adapter an den V3 stecken, also an den CCS und dann ins Fahrzeug gemeinsam stecken. Ja. Geht auch wahrscheinlich. Geht auch, aber ich habe es wie gesagt schon mal gesehen, dass dann irgendwas runterfällt oder so, ne? Naja, der ist auch nicht ganz leicht, also das ist jetzt nicht so ein Fliegengewicht, sag ich mal so. Aber das teste ich dann auch nochmal für euch und fahre dann nach der Reparatur nochmal zum Supercharger und probiere das tatsächlich mal aus. Was mir gerade einfällt, ich werde jetzt auch in meinem Navi auf jeden Fall mehr Supercharger sehen, weil vorher hat er mir natürlich nur alle die angezeigt, die auch für meine Rotkäppchen kompatibel sind, also alle mit Typ-2-Anschluss, also quasi die V2-Supercharger, die dann zwei Stecker haben, also einmal den Typ-2 und einmal den CCS. Und jetzt werde ich auch die Standorte sehen, wo nur V3 verbaut ist. Das wird ja bei den neueren Standorten tatsächlich nur noch gemacht, dass dort nur noch die V3 aufgestellt werden und gar keine V2 mehr. Ausnahme war da tatsächlich in letzter Zeit der Supercharger in Hilden beim Bäcker Schüren Seed & Greed. Der hat dafür nochmal plädiert, nochmal V2 zu bekommen. Einfach weil er so viel, Durchzug hat oder so viel Leute da hat, die auch V2 laden müssten und vielleicht das CCS-Upgrade, so wie ich, noch nicht hatten. Und dementsprechend gibt es da auch, lasst mich lügen, ich glaube 10
V2. Müsst ihr sonst mal in meinen Ladesäulen-Check vom Supercharger Hilden gucken. Da habe ich das einmal gezeigt. Da müsste ich eigentlich demnächst mal wieder ein Update machen, weil jetzt sind mittlerweile alle Supercharger, alle 40 in Betrieb. 6 Fastnet-Säulen und jede Menge AC-Lader von der Bäckerei Schüren. Und da fahrt gerne mal vorbei. Das ist immer wirklich ein Erlebnis wert. Also bisher sind hier keine Defekte aufgefallen mit dem Schloss vorne? Ja, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe auch nichts gemerkt, dass da irgendwas jetzt komisch ist oder er sagt irgendwie, oh Gott, oh Gott. Ja. Also klar, als ich eben losgefahren bin mit der geöffneten Frankhaube, hat er kurz gemeckert. Aber ansonsten... Das ist schon mal wichtig, dass er meckert. Ah, okay, das ist schon mal ein Anzeichen, dass er... Genau, also dass zumindest die Fehlermeldung hier daneben halt auftaucht. Ja. Dass er eben halt sagt, dass sie zu ist. Und ganz wichtig, dass sie dann eben halt auch noch geschlossen ist, ne? Ah, okay, dass dann, ja. Dass dann die Haube eben halt angelehnt ist und dass sie da nicht offen, also aufspringt, ne? Ja, okay, also da gibt es tatsächlich Fälle, wo man, wenn man den Frank öffnet, dass sie dann komplett aufspringt? Das tatsächlich eben halt diese Fehlermeldung. Diese zweite Schlossstellung, die jetzt eben halt gerade aktiviert ist, ja, dass die gar nicht mehr zuhält, sondern okay, tatsächlich die Haube dann nur noch offen liegt und die aufspringen kann. Ne? Also sprich, selbst wenn man ja dann eben halt in der MCU sagt, man möchte es riskieren und weiterfahren, ja, dass dann tatsächlich bei der Fahrt die Haube aufspringen kann. Ne? Das ist so der Grund der Serviceaktion, dass das nochmal bei den ja Modellen überprüft wird. Ne? Aber hier ist kein Handlungsbedarf an Ihrem Fahrzeug. Okay, umso besser. Einmal sicher gegangen, dass alles in Ordnung ist. Also keine größere Reparatur. Da bin ich froh, dass ich doch das CCS-Upgrade noch dazu gebucht habe. Sonst wären sie heute ganz umsonst vorbeigekommen. So, die Rücksitzbank ist auch schon wieder komplett so, wie sie sein soll. Keine Spur mehr, dass da was gemacht wurde. Der Service Ranger schließt jetzt die Arbeiten noch so weit ab. Frankhaube ist wie gesagt alles in Ordnung, also Service hat sich zumindest gelohnt, um das zu kontrollieren. Alles in Ordnung bei meinem Schloss, kein Handlungsbedarf und ich würde sagen, ich fahre jetzt gleich mal zum Supercharger und teste mal das CCS-Laden. Ja, ihr Lieben, wie versprochen fahre ich jetzt mit euch zusammen zum Supercharger und der Service Ranger hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja gar nicht Richtung Heimfeld durch den Elbtunnel fahren muss, sondern in Kaltenkirchen gibt es ja auch ein V3. Da habe ich damals das Model Y bei meiner Probefahrt getestet und auch mal ganz kurz geladen und da fahre ich jetzt hin. So, ich habe jetzt hier mal die Karte schon aufgerufen mit den Superchargern und man sieht, es sind auf jeden Fall ein paar mehr geworden, die ich im Vergleich zu vorher. Und der hier oben ist tatsächlich der in Kaltenkirchen. Da sind insgesamt 12 Plätze und da fahre ich jetzt mal ganz kurz hin. So ihr Lieben, ich bin jetzt am Supercharger in Kaltenkirchen angekommen. Ist auch direkt an der Abfahrt Kaltenkirchen, ganz einfach zu finden. Aber von der Abfahrt abfahren, geradezu auf den Dodenhof Kaltenkirchen und da auf dem Parkplatz findet ihr dann auch den Supercharger. Mein Rotkäppchen hat auch tatsächlich vorkonditioniert auf dem Weg hierher. Ich habe auch selber noch ein bisschen vorkonditioniert und ein bisschen Gas gegeben. Das sieht man ganz gut an der Energiekurve. Ja, guckt euch die mal an. Ja, also es ging ganz schön ab auf der Autobahn. Das ist aber auch ein Teil einer Strecke, der frei ist. Und dementsprechend, ja, gab es ein bisschen Gas. So, ich würde vorschlagen, ich steige jetzt aus und stöpsel Rotkäppchen mal an. Beziehungsweise, wie der Ranger es mir empfohlen hat, erst den Adapter in den Port und dann den CCS-Stecker oben drauf. Einen kleinen Lifehack habe ich für euch noch. Und zwar kann man dem Tesla tatsächlich sagen, dass er die Ladeklappe öffnen soll. Das kann man ganz normal sagen. Oder man sagt halt... Öffne deinen Hintern. Und schon ist die Ladeklappe auf. Man könnte jetzt auch A-Punkt-Loch sagen, aber das verkneife ich mir jetzt. Aber wie ihr seht, es ist da tatsächlich auf. So, jetzt hole ich mal kurz den Adapter. Der sitzt da auch immer noch ganz schön in seinem Halter. Von daher ist das ganz angenehm. Stecke ich den hier mal rein. Ne? Bin ich jetzt zu doof? Ja. Ich habe ihn tatsächlich falsch rumgehalten. Kann
ich den nochmal raus. Einmal Stecker rein. CCS. Auch oben drauf. Nee, ist gar nicht ein, so einfach. Oh Gott. Muss euch mal abstellen. Also für das Anstöpseln braucht man jetzt auf jeden Fall zwei Hände. Blinkt jetzt auch noch blau. Also auch der rastet ein, also da kommen so zwei Nasen raus. Ja super, jetzt leuchtet der rot. Ist ja auch geil. Wartet mal. Oder doch? Ah nee, halt kurz. Ja, tatsächlich hat er kurz rot geleuchtet, jetzt lädt er aber tatsächlich. Rotkäppchen lädt jetzt. Jetzt habe ich meinen Kofferraum aufgelassen. Das ändere ich gleich nochmal. Ich kriege jetzt gut 108 kW raus. Jetzt also hat er schon wieder runtergedrosselt. 105. Ja, da fällt hier ganz schön schnell ab, muss ich sagen. Also eben in der Spitze 108, jetzt schon nur noch unter 100 kW. Aber gut. Ist ja auch doch relativ voll, ne? Also 41% State of Charge ist schon ganz schön gut. Ja, hier nochmal ein kurzer Hinweis für die neuen Tesla-Fahrer unter euch. Bei den V3 könnt ihr auch direkt nebeneinander stehen, da klaut ihr euch keine Ladeleistung. Die Ladeleistung liegt hier auch bei max 250 kW. Unterschiedlich ist das halt zu den V2, also die mit den zwei Steckern mit CCS und Typ 2. Dort möglichst immer einen Supercharger zwischen euch und dem nächsten Fahrzeug Platz lassen, weil sich tatsächlich die meisten Supercharger die Leistung noch teilen. Das erkennt ihr an den Superchargern, sind immer so Nummern eingeblendet, 1A und B. Und wenn die direkt nebeneinander stehen, manchmal stehen die auch hintereinander, also je nachdem, wie der Supercharger angeordnet ist, guckt immer mal, ob quasi 1A oder 1B schon belegt ist, dass ihr euch da nicht gleichzeitig noch mit dranhängt, sondern eher 2 oder 3 anfahrt. Und bei den V2 ist die Leistung tatsächlich auf 150 kW gedrosselt, auch ein Tesla Model 3 oder Y kriegen da nicht mehr raus. Wenn ihr also schnell laden wollt, fahrt lieber an einen V3 als an einen V2. Das nochmal zum Hinweis und ja, ich bin ganz happy. Die Ladeleistung ist jetzt sogar schon auf 89 kW gesunken, 88. Aber ist okay, wie gesagt, Rotkäppchen ist auch schon relativ voll. Ich lade jetzt hier einfach noch ein bisschen nach und ja, bin happy, dass ich jetzt mein CCS-Upgrade habe, dass der Frunk nicht defekt war und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Stromahoi!